Mutti, ich als Jugendlicher möchte eure Bewerber fragen. Ich habe gehört, dass einige Gymnasiasten aus unserem Dorf nach Saar gefahren sind. Dort gab es das Treffen der ungarischen Jugend. Ja, du hast recht. Dort haben sie die Vorlesungen bekannter ungarischer Professoren, Volkstanz- und Volksliedforscher über die richtige Pflege der ungarischen Traditionen, Dialekte, Tänze und Musikstücke gehört. Das finde ich super. Mutti, du hast jetzt mit einer umfangreichen Vorstellung über den Landesrat von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft gegeben. Mir bedeutet jetzt der Landesrat der ungarischen Chöre, Kapelle und Tanzgruppen folgendes. L wie Lieder, A wie Anne, N wie Nationalität, D wie Deutsch, E wie Erbe, S wie Sprache, E wie Ruhm, A wie Arbeit, D wie Tänze. Landesrat! Du hast jetzt sehr schön formuliert, meine Liebe. Mir bedeutet der Landesrat die Gemeinschaft. Im Landesrat habe ich sehr gute Freundschaften geschlossen, hervorragende Persönlichkeiten kennengelernt und qualitätsvolle Arbeit geleistet. Dank Herrn Manfred Mayrhofer wurde unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart im Landesratforum des Landesrates schön dokumentiert und mit Bildern illustriert. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen allen für Ihre hervorragende Leistung bedanken und hoffe, dass wir in der Zukunft die alten, ehemaligen Mitglieder nie vergessen werden und ihre Arbeit mit viel Kraft, Freude und mit guter Gesundheit fortsetzen können.